Hallo Zuschauer und selber Schrauber, willkommen zum heutigen Video. Ja, mich wurmt schon lange, dass die Reservelampe in meinem Honda Civic EJ6 nicht mehr geht. Und ich habe beschlossen, heute ist der Tag, an dem ich das Ganze wechsle, denn ich habe die Ersatzbirne auch schon ewig rumliegen. Und warum sage ich, ich wechsle zuerst die Ersatzbirne? Es könnte ja auch der Geber sein. Die Ersatzbirne ist ein relativ einfacher Job. Wir nehmen einfach den Tacho raus, tauschen die Birne und das war's. Ist es der Geber tatsächlich, dann wird die ganze Sache schon wesentlich komplizierter, weil wir dann einfach das Problem haben, dass im Endeffekt die Rücksitzbank raus muss, das komplette Pumpenassembly, also die Baugruppe um die Benzinpumpe aus dem Tank raus muss. Da ist der Geber nämlich mit drin. Da muss ich dann auch eine Dichtung dafür extra kaufen, weil alte Dichtung wieder reinschrauben ist halt auch nicht so clever. Daher sind die Kosten in etwa dieselben, wo ich anfange zu suchen. Und da schon ein paar andere Lampen immer mal wieder den Dienst quittieren und ich auch in der Mittelkonsole schon einige Birnen wechseln musste, beginne ich einfach mit der Lampe selbst. Da wir ja an der elektrischen Anlage arbeiten, müssen ein paar Stecker hinter dem Tacho abziehen, empfiehlt es sich, die Batterie auch abzuklemmen. Stellt davor aber sicher, dass ihr definitiv den Pin für euer Radio habt und auch eventuell die Senderliste nochmal da habt. Denn je nach Radiomodell kann es erforderlich sein, dass ihr die Pin erneut eingeben müsst oder aber die Senderliste neu einspeichern müsst. Es genügt, wenn ihr den Minuspol löst. Und einfach hier zur Seite packt, dann ist die ganze Sache schon okay. Nachdem ich die Batterie abgeklemmt habe, senke ich jetzt das Lenkrad ab. Ich drehe aber nicht dran, ich will es nicht in den Verschluss rein haben. Ihr seht, ich habe gerade keinen Schlüssel drin. Als Werkzeug empfehle ich euch, so einen kurzen Schraubendreher hier zu nehmen. Einfach Kreuzschraubendreherkopf, aber halt kurze Ausführung. Denn wir müssen jetzt in dieses und dieses Loch hier rein, um die Schrauben entsprechend zu lösen, damit wir erstmal die Blende entfernen können. Sucht auch die Schrauben direkt, ihr könnt neben die Schrauben kommen und dann aus Plastik zerkratzen, das wollt ihr nicht. Und Achtung, die Schrauben fallen euch entgegen. Nach diesem Schritt können wir die Blende jetzt rausnehmen, greift dabei in die unteren beiden Ecken links und rechts und zieht die zu euch. Dadurch habt ihr sie erstmal unten lose und dann fädelt ihr oben diese beiden Kanten hier von den Schrauben einfach raus und könnt die Blende rausnehmen. Unter der Abdeckung kommen jetzt vier weitere Schrauben zum Vorschein. Einmal unten in den Ecken und einmal oben leicht versetzt neben den beiden Schrauben, die wir gerade rausgenommen haben. Ihr wollt nur die messingfarbenen Schrauben rausnehmen. Die silbernen gehören zur unteren Verkleidung, also zum eigentlichen Armaturenbrett. Und auch hier gilt wieder einfädeln und rausdrehen und achtet drauf, jetzt können sie euch in die Verkleidung fallen. Das wollt ihr unter allen Umständen vermeiden. Da drin was zu finden, ist nämlich die Hölle. Ich spreche da aus Erfahrung. Wenn ihr die vier Schrauben gelöst habt, könnt ihr jetzt an der Oberseite greifen das Ganze und es so leicht nach vorne klappen. Achtet dabei unten auf die beiden Plastikhalter, diese hier links und rechts, dass die nicht hängen bleiben. Die müsst ihr rausfädeln und dann kann man das Ganze hier so zur Seite fädeln. Vorsichtig auch, zieht nicht zu sehr dran, drückt nicht auf die Rückseite, ich zeige euch gleich warum. Und wer will, kann hier natürlich auch noch unten ein Tuch reinlegen, einfach um die Vorderseite nicht zu zerkratzen. Wir wollen jetzt diese Stecker entfernen. Hier in der Mitte ist so ein kleiner Verschluss, so ein kleiner Haken. Der muss einfach so runtergedrückt werden auf der hinteren Seite, dass er aufmacht und dann kann man ihn rausnehmen. Selbe, hier ist nochmal ein Stecker. Wer jetzt denkt, er wäre schon frei, hier hinten gelb, auch wieder so ein kleiner Stecker. Und nochmal braun auf der anderen Seite. Und jetzt können wir den Tacho hier rausnehmen.
Wenn wir jetzt einen Blick auf die Rückseite des Tachos werfen, dann versteht jeder sicherlich, warum ich meinte, bringt keinen Druck auf die Rückseite auf. Wenn ihr diese flexiblen Leiterbahnen hier zerbrecht, dann könnt ihr euch im Endeffekt einen neuen Tacho besorgen, beziehungsweise die Leiterbahn neu besorgen. Eine Lampe, die ihr da im Endeffekt zerstört oder einen Kontakt, den ihr damit zerstört, den kriegt ihr nicht so einfach wiedergeholt. Dafür müsste man dann das Ganze in der Brücke löten oder ähnliches. Erspart euch diese Arbeit, seid dann lieber vorsichtig. Man sieht jetzt hier auch ein paar Löcher, zum Beispiel diese hier, das wäre das Automatikmodell, das gab es beim Civic Coupé zwar auch, aber im Endeffekt mein Tacho ist nicht dafür ausgelegt. Hier oben sind im Endeffekt auch noch Löcher frei, die keine Funktion bei mir erfüllen, wo aber der Tacho rein theoretisch oder die Rückseite vom Tacho rein theoretisch auch Glühbirnen aufnehmen könnte. Und ihr seht die unterschiedlichen Farben für die Fassung. Jetzt einfach mal ein paar rausnehme und euch zeige. Dann seht ihr hier die große Tacho-rückseitige Beleuchtung. Zu erkennen an dem blauen Überzieher. Selbiges sind die kleinen braunen. Das ist auch mit so einem kleinen blauen Überzieher drauf. Das ist alles die Tacho-Beleuchtung von hinten. Dann haben wir hier die kleinen schwarzen. Das sind wirklich Funktionslampen, also das ist die kleine Ausführung von den Funktionslampen. Und die, die wir heute wechseln wollen, die befindet sich hier drüben. Das ist die graue, das ist die für die Tankanzeige. Die ist ein bisschen größer. Der Glühfaden sieht eigentlich noch okay aus. Ich werde sie aber trotzdem mal wechseln. Vielleicht liegt es schon daran. Manchmal sieht man den Schaden nicht und das Ganze sieht immer noch okay aus. Aber naja, mal schauen. Vielleicht muss ich doch noch den Tankgeber rausnehmen. Hinweis nur, wenn ihr euch nicht sicher seid, welche ihr davon wechselt, haltet das Ganze gegens Licht, dann seht ihr im Endeffekt die Funktion, die da auf der Vorderseite zu sehen ist, durchscheinen. Wechseln wir das Ganze jetzt einfach, immer nur hinten am Sockel berühren die Glühbirnen, denn wenn ihr auf die Lampenfläche fasst, könnt ihr die Funktion der Lampe beeinträchtigen. Das wollen wir unter allen Umständen vermeiden. Ja, die sitzt schon mal fester, das ist schon mal okay. Und damit ist der Wechsel schon durch. Wer jetzt hier natürlich noch mehr wechseln muss, sollte sich durchhangeln. Ich baue das Ganze jetzt wieder ein. Bevor wir jetzt den Tacho einfädeln, nehmt euch schon mal den Kabelstrang in die Hand, damit wir den gelben und den orangenen Stecker gleich wieder in die entsprechenden Fassungen einfädeln können. Warum ich vorhin braun gesagt habe, keine Ahnung, sah braun aus, ist aber tatsächlich orange. Passt auf, dass ihr den Tacho nicht zerkratzt. Fädelt ihn in die richtige Position. Und das kann man jetzt auch blind machen, indem man fühlt, wo die ganzen Sachen sind. Man kann aber auch als kleiner Trick 17 einen Blick in die Frontscheibe werfen. Wenn man in einer dunklen Umgebung ist, wie ich gerade, und das Auto innen heller ist, dann reflektiert das alles und ich kann das Ganze ganz bequem über die Frontscheibe sehen und einfädeln. Und nachdem man die beiden kleinen Stecker drin hat, schiebt man den Tacho jetzt so ein Stückchen zurück und fädelt die großen wieder ein. Den blauen oben und den anderen hier auf der linken Seite. Wenn ihr die Stecker alle eingefädelt habt, dann könnt ihr den Tacho jetzt hier so leicht in die Beule nach oben heben und dann in die entsprechenden Ruheposition fädeln. Denn hier unten links und rechts sind so Auflagepunkte, in die der Tacho reinfällt und ihr könnt da auch durch die Schraubenlöcher durchgucken, ob ihr hinten diesen Verschraubungspunkt seht oder nicht. Dann nehmen wir uns wieder die Messingschrauben und fädeln die ein. Ich beginne immer oben, einfach, dass er mir nicht mehr rauskippen kann. Ich fädel das immer von Hand vor. Das ist mir sicherer, als dann die Schraube irgendwo aus der Verkleidung zu sortieren. Und natürlich auch links und rechts. Wenn ihr alle Schrauben angefangen habt, könnt ihr wieder euren kleinen Schraubendreher nehmen und die Schrauben festziehen. Aber beachtet, ihr schraubt hier in Metallklemmen mit Metallschrauben und das, was ihr festschraubt, ist Plastik. Das heißt, wenn ihr zu fest anzieht, dann geht das kaputt. Gefühlvoll machen. Hier geht wieder nach fest kommt ab.
An dem Punkt bietet es sich an, das komplette Tachoglas zu putzen. Wir haben die Blende ja ab, dadurch können wir hier wirklich alle Punkte erreichen und kommen überall bequem ran. Ich sag euch aber ganz ehrlich, seid sehr vorsichtig, nehmt nur einen nicht aggressiven Reiniger und nehmt auch einen sauberen Lappen, damit ihr nicht irgendwelche Kratzer in diese Plastikscheibe hier reinreibt. Die werden euch sonst sehr ärgern, denn immer wenn Sonne drauf scheint, werdet ihr die sehen und wenn das richtig zerkratzt ist, kann man da auch nur noch schlecht durchgucken. Ähnlich wie eine dreckige Windschutzscheibe, kennt ihr vielleicht, wenn ihr dann in tiefstehende Sonne reinfahrt oder sowas und man dann komplett blind ist. Bevor ich jetzt die Blende wieder einbaue, ein wichtiger Hinweis für euch. Ihr seht hier einmal diese Plastiknase und einmal auf der anderen Seite diese Plastiknase. Ihr seht auch, da ist eigentlich so Kratzspuren drauf und da ist so eine Vertiefung bei mir drauf. Ich hoffe, ihr könnt das im Video erkennen. Auf diesen beiden Haltenasen fehlt bei mir eine Metallklammer. Diese Klammer soll dann jeweils rechts und links die Blende unten arretieren. Das heißt, man klipst die eigentlich so rein. Keine Ahnung, wo meine beiden Klammern hin sind. Die fehlen hier gänzlich, weder im Armaturenbrett zu finden, noch habt ihr es vorhin klappern hören. Also gehe ich mal davon aus, die haben schon früher das Zeitliche gesegnet und sind irgendwann mal sich verabschieden gegangen. Von daher schaut nur nach, dass bei euch, wenn ihr es klappern hört oder wenn ihr eine vermisst, ihr mal einen Blick ins Armaturenbrett riskiert und mal schaut und sucht ein bisschen, ob er sie findet. Metall wollt ihr hinterm Armaturenbrett nicht haben. Erstens ist da der ganze Elektrik und die Steuergeräte und zweitens nervt das auch immer unheimlich in der Kurvenfahrt, wenn man dann hört, dass was von rechts nach links im Auto ding, 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 ding macht oder von links nach rechts, je nachdem. Der Einbau der Blende ist wieder ganz einfach. Ihr habt hier diese kleine Gummilippe, die wollt ihr zwischen Armaturenbrett und Lenksäulenverkleidung fädeln, also von hier oben rein. Darauf achten, dass auch die Teile links und rechts passend sitzen. Dann stellen wir das hier so halb rein, biegen das Ganze ein bisschen oben zusammen, dass wir die Schraubpunkte wieder reinkriegen. Und dann nicht einfach nach hinten schieben, denn diese beiden Plastiknasen, die hier noch am Tacho sind, die müssen unter die Blende. Das heißt, da muss die Blende drüber, ein Stückchen wieder rausgezogen und dann drüber gefädelt. Und das Ganze in Position gefädelt. Normalerweise, wie gesagt, müsste das jetzt hier unten links und rechts einklemmen und so einschnappen. Ist bei mir leider nicht, muss ich mit leben. Oder, was ich vermutlich tun werde, demnächst zu meinem Honda-Händler des Vertrauens fahren und die Teile besorgen. Da sich die beiden Schrauben jetzt hier nicht von Hand einfädeln lassen, empfehle ich sie mit einer Hand so auf dem Schraubendreher festzuhalten. Und die Schrauben sind jetzt schwarz bzw. dunkler als die anderen. Nur, dass ihr wisst, was ihr da für welche verwenden müsst. Beide erst starten. Und dann erst festdrehen. Dann öffnen wir wieder den Verschluss unseres Lenkrads, stellen das Lenkrad wieder auf unsere gewünschte Position ein und damit sind wir durch. Wie gesagt, bei euch sollte das jetzt hier auch nicht mehr so diese Geräusche machen, das sollte unten festsitzen. Ist bei mir leider nicht, muss ich mit leben. Und unsere Batterie müssen wir bei der Gelegenheit natürlich auch wieder anschließen. Richtig bis auch unten durchdrücken. Und festziehen. Auch hier gilt, nicht zu fest. Ihr wollt nur, dass der Kontakt richtig gut da ist und dass das sitzt. Aber nicht, dass das Ganze irgendwie besonders, ich sag mal, verbiegt oder ähnliches. Denn auch hier könnt ihr das übertreiben und dann reißt euch der Kontakt weg. Das wollt ihr vermeiden. Damit wären wir jetzt auch am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag ganz ehrlich, die alte Birne scheint okay zu sein. Es kann natürlich an der Fassung liegen, aber die Wahrscheinlichkeit steigt für den Tankgeber, also dass ich den wechseln muss. Und wer jetzt sagt, aber Simmi, du siehst doch deine Tankanzeige und die funktioniert doch. Die Reservelampe wird von einem anderen Tankgeber gesteuert als die Tankanzeige. Von daher, das sind zwei getrennte Dinge. Seht's positiv, für euch ist ein Video mehr dabei rumgekommen. Und ich werde natürlich euch auch in die Videobeschreibung schreiben, was jetzt Phase ist, also ob meine Lampe wieder geht oder nicht. Kann aber eine Weile dauern, denn ich bin eigentlich niemand, der gerne das Fahrzeug immer in Reserve fährt. Einfach weil unten sich immer Dreck sammelt und dieser Dreck soll nicht unbedingt in meinen Motor. Von daher bin ich da ein bisschen vorsichtig und tank lieber zu früh als zu spät. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Anregungen, Kritik, Wünsche oder ähnliches habt, ab damit unten in die Videokommentare. Wer immer das Aktuellste wissen will, was ich so gerade mache, der sollte mir auf Twitter oder Instagram folgen. Und ja,
Wenn euch das Video gefallen hat und ihr das hilfreich fand, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch mein Content allgemein gefällt, lasst doch gerne ein Abo da. Ich freue mich immer drüber, Leute in den nächsten Videos wiederzusehen. Wenn ihr mit eurem Support ein bisschen weitergehen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Amazon Affiliate Links zu verwendetem Werkzeug und eventuellen Ersatzteilen, sofern es die da natürlich gibt. Wer darüber einkauft, der bezahlt bei Amazon keinen Cent mehr. Ich bekomme aber ein bisschen was von dem Geld, was ihr auf Amazon abgibt, ab. Das hilft mir, neue Projekte zu finanzieren und auch neues Equipment zu finanzieren. Dankeschön dafür, ist aber kein Muss. Ihr findet alles natürlich auch unten namentlich benannt und könnt das Ganze da unten rauskopieren und dann im Shop eures Vertrauens kaufen. Soweit so gut, Leute. Viel Spaß beim selber Schrauben und achtet auf die korrekte Funktion eurer Warnlampen. Grüße, euer Simi.